So, hallo, müder Conan ist doof. Müder Conan hat Bild vergessen und ist jetzt erst gemerkt. Ja, ich habe das Nörgel gerade schon gelöst. Ja, ihr seht hier meine Versuche. Jetzt ist natürlich blöd. Jetzt ist natürlich blöd, also das Nörgel ist jetzt leider nicht in der Aufnahme. Tut mir leid. Ja, kann's nicht ändern. Ja. Ärgerlich, aber Conan ist müde. Conan wollte eigentlich schlafen und dann hat Conan gedacht, ach, nimmt er doch noch schnell auf. Weil irgendwie ist ja doch dieser tägliche Drang da und das habe ich jetzt davon. Ich habe vergessen, das Bild zu starten. Naja, was soll's. So, wir starten mal mit Tesla. Zack. So, jetzt haben wir E und A drin. Jetzt fehlt uns noch O, U und I. Deswegen bauen wir das ein, indem wir nee, welches Wort war? Ich hatte ein anderes Wort im Sinn. Nee. Ah, was für ein Wort wollte ich denn? OU ist dabei. Dann haben wir gleich DGH auch noch geklärt. So. Okay. Wir haben hier schon mal drei Buchstaben E, S und H. Hier haben wir nur einen einzigen Buchstaben. Das ist nicht so stabil. Hier haben wir ein festes G, ein L und ein A ist auch noch am Start. Und hier haben wir ein festes L und ein U ist noch am Start. Okay. Jetzt brauchen wir noch irgendwas mit einem I. Und dann können wir, denke ich, richtig loslegen. Ich versuche jetzt was zu bauen. Ich versuche jetzt was zu bauen, was noch überhaupt nicht, noch kein, also wie was Buchstaben benutzt, die wir noch gar nicht haben. Erlaubt er Wiki? Ja, nice. Wiki erlaubt er. Hatten wir noch keinen einzigen Buchstaben davon und jetzt ist das I auch noch geklärt. So. Okay. Ah, das hat uns tatsächlich auch viel gebracht, weil das I kommt überall vor. Sehr schön. Jetzt können wir mal hier oben versuchen, das Wort zu bauen. Wir haben ein W, ein E, ein S, ein H. Das W ist nicht am Anfang. Ich sag mal, wir starten mit SH. Außerdem kommt noch E und W vor. Gibt es irgendwas mit Schuh und dann kommt dein Buchstabe? Wüsste ich fast nicht. Schub, Schuhn. Oh, das gibt es. Dieses Wort gibt es. Okay. Dann setze ich das jetzt mal einfach rein, weil wir dann das N auch noch gleich kontrolliert haben. Wir starten tatsächlich mit S und H. Kein N. Aber hier haben wir das N gewonnen. Hier haben wir auch das N gewonnen. Okay, das war stark. Das war wichtig. So, neuer Versuch. Dann hätten wir vielleicht Schwä. Aber Schwä. Schweb. Schwäm. Schweb. Das wüsste ich nicht, dass es sowas gibt. Wüsste ich nicht, dass es da irgendein Wort gibt, was das erlaubt. Das wäre noch denkbar. Aber jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich nur noch Buchstaben verschiebe, die ich schon hatte. Also, ne, jetzt ist, wenn ich jetzt hier das Raten anfange, ist es eigentlich schlecht. Oh, hier haben wir alle Buchstaben. Hier unten haben wir alle Buchstaben. Gnila. Und gn hört's auf. Okay. Allein. Allein. Spricht irgendwas dagegen? Das A darf da stehen, das L darf da stehen, das I darf da stehen. Allein. Gibt es eine andere Möglichkeit, es zu kombinieren? Liagen? Nein, ich sag allein. Nice. Okay. So. So.
Ich würde gern irgendwie das R kontrollieren. Naja, gut, ich kontrolliere das R, indem ich halt einfach Schuh ausprobiere. Gibt es was anderes, was mit EW aufhören dürfte? Nee. Nee. Ich gehe auf Schruh, ist mir wurscht. Yes. Okay, damit haben wir das E hier auch festgelegt. Das ist gut. Dann haben wir nämlich I, E, N. Okay. Hier haben wir noch nicht so wirklich viel gewonnen. Dann machen wir mal hier oben weiter. I, E, N. Gibt es Peinen? Gibt es Peiben? Nee. Nee. Okay, was könnte das denn sein? Da ist es gar nicht so viel möglich. Mixen. Mixen wäre erlaubt. Dann muss ich das ausprobieren. Oh! Okay, jetzt kommt der kritische Moment. Okay, was ist noch? Fixen haben wir noch. Welches wird... Okay, fixen erlaubt er gar nicht. Interessant. Pixen? Gibt es Pixen? Nein. Was gibt's denn noch? Bixen? Nein. Nixen? Nein. Hä? Jixen? Sixen? Wixen? Oder, also anders möchte ich es jetzt nicht aussprechen. Was ist das denn? Was muss das sein? Okay. So, ein Guess. Das ist shit schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Wir haben das L, wir haben das I fest. Wir wissen, es kommt ein U noch vor. Gut, aber wir wissen halt, andere Buchstaben kommen nicht vor. Also. Sagen wir mal, wir starten mit dem U. Ubil. Ubilf. Ufilp. Ich meine, es kann auch mit Ilu aufhören. Das U könnte auch. Das U könnte auch vor dem I sein. Uil. Bild! Haben wir D? Nee, B ist schon weg. Aber gibt es noch was, was man mit Buil schreiben könnte? Builf, Bulb? Bürb? Nee. Nee. Okay. Gibt's Fulp? Nee, Fulp? Nulp? Nee, wüsste ich auch nicht, also hätte ich nie gehört. Ich würde mal sagen, U ist nicht vor dem I. Wenn U am Ende ist, Ilu, was könnte ich aus Ilu bauen? Ah. Gibt es Philu? Philu?
Okay, es sind nicht mehr viele Buchstaben übrig, ne? Ah, oh, lass mich kurz ein bisschen nachdenken, während ich halb einschlafe. Also, wenn das U am Anfang steht, was hätten wir dann für Optionen? U irgendwas IL. Aber das hat man vorhin auch schon ausprobiert. Aber das ist wieder irgendwas ganz was Blödes wahrscheinlich. Das ist wieder was ganz was Komisches. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht. Ubilf, Puilf, Upilf. Ich wüsste nicht, was das aus für ein Wort. Oh, nee. Hört ihr, wie müde ich bin? Ich fange schon wieder an zu dingsen. Ich hab, ich will, ich will. Ich wüsste nicht, was ich hieraus bauen kann. Ich sehe kein Wort in meinem inneren Kopf. Ich sehe gerade kein Wort. Wenn es ganz einfach ist, tut es mir leid, aber ich sehe gerade kein Wort. Nee, ich gebe auf. Ich muss aufhören. Ich gebe auf. Was war's? Quill! Hätte ich nie probiert. Hätte ich nie probiert in die Richtung irgendwas. Q hätte ich nie in die Richtung probiert. Never ever. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Komm, dann starten wir gleich wieder mit Quill. So. Nehmen wir diesmal eigentlich noch auf. Das Bild jetzt noch da. Bild ist noch da. Okay. Ishtar nimmt er nicht. Schade. Was weiß ich? Ach komm, scheiß drauf, Pizza. So. Okay, das I ist an der richtigen Stelle. Keks. Okay. Ich mache jetzt ganz schlechte Guesses, aber ist jetzt wurscht. Given haben wir auch noch nicht probiert. Also das E ist noch nicht raus, das N ist noch nicht raus, ist alles noch möglich. Okay, tatsächlich ein IV. Die, div, div. Aber interessant, dass es nicht mit E weitergeht, weil die meisten IV würden mit E weitergehen, die mir so gerade einfallen. Sehr interessant. Na, sowas wie River oder Wife oder Live. Ja, das wäre alles so mit E, aber ist kein E. Was kann noch hinter einem V kommen? Ein O? Ivot? Rivot? Bivot? Nee. Ich meine, gibt es das? Rivot? Keine Ahnung. Nein.
Okay, sagen wir mal, es hört nicht mit Ivo auf. Der Ivor, Tivor, Bivor, Divor. Nee. Muss ja auch kein O dabei sein, ist ja gar nicht gesagt. Kann auch Ivi sein, zweites I. Rivi, Birif, Bivi, weiß ich nicht. Was könnte noch nach einem V kommen? Ein R? So, Liv. Nee, das haut auch nicht hin. Puh, ist echt nicht so leicht. Y könnte auch kommen, so Y, YB, weiß ich nicht. Ist wieder irgendwas, was ich nicht kenne, safe. Ist wieder irgendwas, was ich safe nicht kenne. Ach, scheiße. Oh. Ich hab doch keine Ahnung. Problem ist, hier kann ich nicht aufgeben. Ich muss irgendwas eintippen, das er annimmt. Ah, ich kann aber in den aus dem Hard Mode raus und dann die nächsten Male jedes Mal vergessen, dass der drin ist. Stabil. Ich will wissen, ob ein R vorkommt, deswegen schreibe ich jetzt mal River. Okay, kein R. Ich habe keine Ahnung. DIV. DIVB gibt's überhaupt nicht. DIVB gibt's auch nicht. DIVBO. Ich wüsste auch nicht, also keine Ahnung, das sind. Ich kann mir schon wieder nichts so drunter vorstellen. TIV. Gibt es TIVIP? Oder TIVIT? Oder TIVOT? Oder TIVOP? Oder TIVOM? War ja nur eine Idee. Stimmt, M ist ja auch noch übrig. Ifmo, Tifmo, Wifmo oder Ivom. Nee. M am Anfang, MIV, Miv. Ist irgendwas Blödes, ich weiß nicht. Mifti. Ist aber halt auch wieder nett. Mifti gibt's, okay. Vivid. Ja, meinetwegen. Meinetwegen, Vivid. So, zack. Ernst? Cooler Ernst? Schuh. Okay. Us, nee, Us starten ist komisch. Machen wir das U wieder weg. Psi, Psu, nee. Pus. Pus.
Nee. Nee, P. PU ist auch komisch. Q. Kü. Ah, ich brauche ein S irgendwie noch, ne? Oh, das stimmt, das muss ja da stehen. Okay. Das U muss da ja stehen. Oh, wow, das L am Anfang war sogar richtig. Krass. Okay, L. Also nach dem L muss doch ein Vokal kommen. Lamus ist ein Pokémon, aber das nimmt er nicht. Lardus, Larfus, Lavus, Lapus. Nee, La ist komisch. Lu. Ist Lupus ein Wort? Oha. Lu. Lupus, Luvus, Lucius, Lumus, Luk, oh mein Gott, der Luxus. Ja, was ein Luxus dieses Dings gerade war. Okay, ganz kurz hier rein, ganz kurz hier rein. Ich muss es ausprobieren, ich bin einfach zu neugierig, es tut mir leid. Ich bin einfach zu neugierig. School. Money, Human, House, Garden, Tiny, ups. Ah, ich muss Input ändern. Going, noch überhaupt nicht in die Richtung. See, World. America, Professor, überhaupt noch nichts getroffen, River, Blauer, Power, Fight. Pokémon. Oha, er kennt das Wort Pokémon sogar. Crazy. TV. Nicht mal ansatzweise bisher. Was für eine Richtung können wir denn noch gehen? Car. Traffic. People. Butcher. Nicht mal ansatzweise. Number. Math. Function. Auch nicht. English. Auch nicht. Under. Above. Alles Mist hier. Work. Labor. Labor. Oh, das zählt als Labor auch, okay. Trade. Trading. Place. Nee, also das Beste war bisher Trade. Suitcase, Plane, Air. Ich komme nicht mal ansatzweise in die Nähe, ne?
Money. Costly. Historien. Stimmt, das beste Wort, wenn man es gestern schon dran war. Ha! Was könnte es noch so geben? In welche Richtung bin ich noch überhaupt nicht? Jacket? Kleidung? Auch nicht. Stift, Pencil? Don't know the word Pencil. Heißt Pencil nicht Stift? Okay. Filler. Anime. Oha. Dragon Ball. Kennt er Dragon Ball als Wort? Oha, Tatsache. Important. Ach, gib mir doch was Grünes. Ah, ich habe keine Lust mehr. Nee, Page. Ach Mann, dass man sich keine Tipps geben kann, ist ärgerlich. Dass man nur komplett auflösen kann. Ich hab. Also, wenn man halt den Anfang nicht findet, kommt man auch nicht weiter. Nee, komm. Ich muss mich hinlegen. So. Ja, genau. Was für Wörter hätte ich denn eintippen müssen? Appreciation. Ja, nee, genau. Alter, da wäre ich ja niemals, also nicht mal, da wäre ich ja nicht mal in die Richtung gekommen. Nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja, war ein doofer Part, vor allem der Anfang mit Nerdle hat mich jetzt halt noch mal mehr demotiviert, als ich eh schon war, aber was soll's. Danke fürs Zuschauen und tschüss.